Es wird anders jetzt. Hinhören. Dadurch habe ich was getan? Die lange Linie der achttastigen Periode in zwei geschnitten. Durch die falsche Räumlichkeit, falsche Kontinuität, zwei Perioden zu acht Takten geschaffen, statt eine. Was ist ein Stück Musik sonst? Eine einzige Artikulation, die sich dann in verschiedene Unterartikulationen teilt. Bitte sehr. Nee, wir fangen nochmal an. Jetzt ist Ihr Geist auf andere Werte orientiert. Jetzt müssen Sie das auch überlegen und beurteilen. Gäste, Tempo, alles. Und wie ist es dann auch mit dem anderen? Weiter, bis man vom Notenblatt wegkommt. Zweiter Teil. Was hat er geschlagen? Ein paar sehr savante alla breve dispari mit dem Resultat gänzlich rausgekommen hat. Wenn das Orchester nicht gespielt hätte oder ein Takt so ein Bartok-Stück wäre, wären wir schon schön im Wasser alle schwimmen jetzt. Bitte, noch einmal, zweiter Teil. Ist es richtig, sind die Bögen richtig in der ersten Geige? Wir beurteilen Tempo gleichzeitig. Bitte. Weiter. Oi, 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 oi. Räumlichkeit, Kontinuität, schrecklich. Wie ist dieses Menuett gegenüber dem anderen? Das andere etwas raus, nach außen gerichtet, sehr extrovert, und das andere pim, papam, liebvoll, femininer, unten. Auf alle Fälle sehr nah an uns. Das andere ist nach außen gerichtet. Hat das Orchester das getroffen? Nein. Hat er dirigiert so? Leider auch nicht, sondern er ist nicht nach innen gegangen. Den zweiten Teil des Menuetts als zweiter jetzt. Und dann weiter zu Trio über. Bitte sehr. Zu viel. Weiter. Sie haben auch sehr flau geschlagen. Wir sagten, dim, pa, pa, pi, pi, pam. Pim, pa, pam, pim, pam. Warum mezzo forte? Und ziemlich alle. Warum dieses äußerst Vibrato dran? Was hat das? Warum denn das? Wo ist diese absolut falsche Leidenschaft hier am Platze? Etwas deutlicher und etwas weitsichtiger hat noch keiner geschrieben. Was interessiert mich das, was Sie heute Morgen gefrühstückt haben? Was für ein Instrument, was für Instrumente sollte der Dirigent am besten beherrschen? Ich würde sagen, beherrschen. Wenn Sie alle beherrschen können, das wäre ideal. Ob da doch Zeit ist zum Dirigieren, das ist eine andere Sache. Aber ich meine, Sie müssen Bescheid wissen über die Physiologie und vor allem Phänomenologie, Objektivisierung des Instrumentes.
Wie, was ist der Bogen für einen Geiger? Ist der Bogen immer parallel in Entwicklung mit der Spannung? Sie wissen, das haben Sie bei mir gelernt. Nein, das ist er nicht. Also solche Überlegungen. Was soll man wissen? Alles? Und obwohl Sie das in keiner direkten Form anwenden können beim Dirigieren. Sie können nicht von ihm etwas fragen, was er gar nicht machen kann. In diesem Sinne muss man natürlich das Instrument von jeder Seite sehr gut kennen. Ja, dann, wie überzeugt man zum Beispiel einen Geigerspieler, dass die weg von dieser ewigen Vibrato kommen muss? Ja. Wegen die Phrase. Oh. Wie sie ihn überzeugen? Sie stellen eine Frage. So, wie begrüßt du deine Frau morgen? Guten Tag, meine Liebe. So? Sie sagen, nein, das war zu viel. Natürlich. Was? Es gibt, Vibrato ist kein Zweck in sich, so wie bei den Amerikanern, aber bei Heifetz. Vibrato ist eine Intensifizierungsmittel. Wir wissen nicht. Also, die sind alle schlechte Zeller. Ja, ja, aber nein, nicht wegen, aber deswegen müssen sie größer geschlagen haben, wenn sie noch ich dazwischen war. Die, aber wesentlich, das ist 10, der zweite Gang. Die, denn das ist der Stich. Von dem aus wird gestaltet, das ist so wie ein Zentrum einer Balance. Die rauf und runter. Die. Und jetzt 1, 2, 3 im Para. Das brauchen die. So, das zählt von der zweiten Gang nicht unmöglich. Unmerklich reinkommen, aber das ist die bestimmteste Note und sie trägt die ganze Entwicklung. Von dem aus werden gestaltet. Tirira, paparira, tatari, tiri, ist unverändert, so schicksalshaft, also durch bis dann. Und sie improvisieren, was sie wollen auf dem Bogen, spielt keine Rolle. Unmerklich, wie er sagt, einsetzen, aber dann bestimmend. Das Crescendo ist etwas früher funktionell da, als es drin steht. Aber nach Bedarf gehen sie eher raus, was aufs Ganze natürlich ist, weil die Spannung unglaublich groß ist. Und geht das Tirira, Tirira, Pirira. Wenn das schon dialogiert, wenn diese Gegensätze gegeneinander sich auswirken, dann ist das Crescendo eher da. Wir wissen nicht, wo das ist. Todsicher ist es nicht da, wo es steht in der Partitur. Denn die Partitur ist nicht in einem akustischen Milieu geschrieben, sondern die ist nur abstrakt gedacht. Die eigentliche Vorprobe erfährt sie jetzt. Vor ein paar Tagen eine Diskussion gehabt. Ja. Und dann plötzlich jemand hat gesagt, dass wie kann die Interpretation, also die IV keine Interpretation gibt, wenn der Mensch jeden Tag anders ist. Ja. Ja, was ist an sich die Interpretation? Jedes Stück hat eine eigene Topografie. Das sind Spannungsmomente, das sind Berge, Entspannung, Täler. Eine gewisse Topografie, die nicht vom Interpreten abhängig ist. Wir haben ein Crescendo, wir haben einen Höhepunkt, wir haben einen Tiefpunkt, wir haben einen Anfang und ein Ende. Das ist so wie eine Landschaft.
Können Sie durch Interpretation aus einer Landschaft, aus einem Berg ein Tal machen? Das bilden Sie sich bloß die Ignoranten ein. Natürlich, wo liegt der Unterschied? Sie werden den Berg, wenn Sie dem Text folgen, besteigen müssen. Sie besteigen ihn aber mit Ihren Mitteln. Und ich mit meinen Mitteln. Das würde eventuell einen Unterschied herausstellen. Aber ich kann nicht aus dem Berg ein Tal machen. Wollen wir mal einen Takt identifizieren? Ein leichter. Was für eine Figur ist das? Kreuz. Kreuz. Und was für eine, ist das Dispari oder Pari? Dispari. Welche Grad? Ja. Weiter. Ja, was war denn das? Schön geschwommen. Tita papa papi papa papi papa 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 papa. Nicht singen. Und nicht verkehrt reagieren. Nicht indem Sie das ignorieren, werden Sie mechanisch weiter schlagen können. Sie müssen es hören und dagegen sich behaupten. Denn das Orchester spielt niemals so, wie wir wollen. Wir müssen aber ständig korrigieren. Also. Ein bisschen groß und nervös. Warum? Sie meinen, wenn Sie stärker schlagen, ist es deutlicher? Wo wird Deutlichkeit entstehen oder auch nicht? Wo? Hier. Also, bitte einmal probieren. Was halten Sie von Frauen als Dirigentinnen? Oh. Ich habe noch keine gesehen, aber es ist absolut möglich, dass eine Frau dirigieren kann. Wir haben im Kurs einige weibliche Teilnehmer. Ja. Das sind noch keine Dirigentinnen. Und ob das daraus was wird, muss sich zeigen. Zunächst haben sie sich wirklich so sich entwickelt, wie sie wir erwartet haben. Also nicht ganz auf der Linie der normalen Entwicklung. Die sind etwas schief geraten und wieder in die sentimentalen Ecke. Und das macht die Sache nicht leichter. Aber nach wie vor glaube ich, dass eine Frau dirigieren kann. Diese Dame, die hat einen besonderen, starken, rhythmischen Gefühl und ein wunderbar klarer Kopf. In der ganzen Klasse, wenn wir Polymetrie treiben, schlägt sie am besten von allen. Sie haben schon, ja, nicht aus dem Orchester, ja? Welches Orchester? No. Mascoro. Chorleiterin, bitte. Sie hat verstanden, worum es geht. Was tut sie jetzt? Womit tut sie das unmöglich? Bitte? Raus, bitte? Sie unterteilt die Jinta. Okay, subdivide. Gracias. Die jetzt einer.
einer von der Klasse. June, get out. You understood, we could make it with three dimensions without changing the intensity. Yes. What dimension? Which one? The one you like best. Good morning. Ah, so. Yeah. Wie hat es gemacht? Ausgezeichnet, er hat alle drei. Er ist etwas nach vorne gegangen, etwas so. Ganz sein Recht. Dankeschön. Glauben Sie, dass es heutzutage Komponisten gibt, die immer noch Musik komponieren? Sie, ich kenne welche. Können Sie ein paar nennen? Ja, Nörgaard, der Däne. Sven-Erich Beck, der Schwede. Dutilleux, der Franzose. Was halten Sie dann von elektronischer Musik zum Beispiel oder aleatorischer Musik? Ich weiß nicht, was ist. Ich habe noch keine gehört. Stravinsky sagt auch, er hätte keine gehört. Er hätte wohl hatte elektronische Klänge gehört, aber Musik habe ich nicht gehört. Und was halten Sie von der aleatorischen Kompositionsmethode, die Komponisten wie Nonno und Lutoslawski und Zoltai Boulez auch benutzen? Ich halte nichts davon, aber das ist, hat nichts zu sagen. Aleatorisch. Ich weiß, dass jeder Ton Träger einer ganz edlen Substanz ist. Wenn das der Zufall entscheidend ist, erscheinen soll, dann weiß ich nicht, was der Mensch noch zu suchen hat. Das sind Eindrücke, sicher, unglaubliche. Und da kann jeder da reinhören, was er will. Dass das Musik sei, das ist eine große Illusion. Oder zurückzuführen auf der Tatsache, dass alle diese Leute Halbmusik empfinden und sie wissen nicht, wie sie die Schönheit noch schöner machen sollen. Was ist denn überhaupt Musik? Musik ist nichts. Wie würden Sie das definieren? Musik ist nichts. Etwas wird Musik, Klang wird Musik, aber Musik entspricht nicht einer Definition. Es ist ein Werden. Also alles, was ich Ihnen in dieser Definition geben konnte, wird schon wieder eine Daseinsform. Ja. Würden Sie also dann auch sagen, was bereits entstanden ist und das, was auf Platten aufgezeichnet ist, ist keine Musik mehr, weil es ja nicht mehr wird, sondern bereits... Das weiß die Welt schon lange, dass da keine Musik ist. Es ist ein Foto von einem Geschehen, was mal lebendig war. Mhm. Und weil das dann bei diesen zwei Dimensionen bleibt, wer hat noch heute Anspruch, dass er auf einer Platte noch das ist, das, was im Raum war? Das sind musiktaube Menschen, die dann davon sich zufrieden geben oder mit sich zufrieden geben. Ja, so sehen sie aus. Wir glauben ihnen das nicht. Es ist so flach, wie es geht noch. Es wäre der Crescendo noch, die Modulation ist drin. Und nach dem ganzen so ekstatisch Gewesenen, die Konklusion des Ganzen ist es jetzt erst raus. Das müssen sie rausholen. Sie tun es nicht. Immer aus Diskretion, aus Stillbedingungen. Die sind aber nicht. Beethoven ist einer, der auch rangeht. Sie nicht aber. Warum? Noch einmal. Wir hören, ob das glaubwürdig ist. Kopf. Nicht langsamer werden. Ist das mehr herrschend? Ja? Bitte aufstehen, wir schlagen jetzt alle vom Fortissimo. Bitte. Den Vorderarm schlagen Sie. Die Schulter!
Was geben Sie da? Die 2, 3, 4, 9. Wann geht die neue Energieform los? Ein Schlag bevor. Ein Schlag, ein Puls, ein harter. Die 2, 3, 4, Bram, Bram. Ja, also bitte. Ein Takt. Wo Sie wollen, Sie sind der Dirigent, nicht ich, bitte. Ein Takt bevor. Aber? Vieles. Vieles nicht. Ja, Sie achten jetzt drauf, direkt von Allegro, bitte. Nach wie vor schlagen Sie sehr schlecht mit allen Fehlern. Was war das jetzt so? Sicher? Direkt. Ja, jetzt machen Sie gut, wenn ich schaue. Aber wenn Sie alleine sind, wieder vorbei. Was ist das? Jackson, both arms. Why do you conduct the first violin? Yes, that's right. Das Thema ist unten. Sie machen nach wie vor nicht alles mit, was drin. Was ist hier, Björn? What's the matter? What is the most essential part? The one, it's the one which gives form to the myth. How is the sixth accord instrument here? Very well. How it is played? Very badly. The cello and the bass over the viola and the second. Weil es alles fortissimo und forte steht. Wir müssen strukturieren. Weg davon. Also, noch einmal Anfang. Allegro. Bitte. Na. Psst, Fagotte spielen über die Oboe, dreifach so. What have you done? With the hands. What? Yes, no. What are you supposed to do? With me. Na! The inflections. No, eins. Auf zwei. Bitte schön, haben wir verstanden? Wir leben heutzutage in einer Ära, wenn der Mensch gegen die Verschmutzung der Umwelt kämpft. Würden Sie vielleicht ein paar Beispiele geben, wogegen der gute Musiker gegen die Verschmutzung der musikalischen Umwelt kämpft? Das hat einer viel besser gemacht wie ich. Der Münchner Professor hatte über die musikalische Weltverschmutzung geschrieben. Ja, was wir da machen können, das ist ziemlich wirklich nicht zum Kursus gehörend. Es ist kaum was zu machen. Der Mensch muss selber genug haben von Schmutz, dass er auf die Reinheit die Idee kommt. Glauben Sie denn, dass es die musikalische Umwelt noch nicht schmutzig genug ist? Und für mich ist es schrecklich schmutzig, ja. Ich kann vom Schmutz gar nicht mehr weiter sehen. Aber was nützt das? Ich bin allein und Sie sind die andere Seite. Ist es mit ein Anliegen, weshalb Sie als Einziger nun diese Dirigentenkurse leiten? Ich bin nicht der Einzige. Es gibt andere Dirigenten, die das machen. Man hört wenig davon. Ja, aber Sie haben von mir auch nichts gehört. Ich habe beinahe in jedem Jahr einen Kursus gehalten. Wo, in welchen Ländern?
In Italien sehr viel, in Prag, in Schweden, in Dänemark, überall. Und waren Sie mit dem Ergebnis jeweils zufrieden? Ja, teils, teils. Also etwas enttäuscht von der älteren Generation, die meine Eltern Schiller, die haben sich gar nicht behauptet. Und sehr angenehm überrascht von 6, 7 jungen Leuten, die viel gelernt haben und auch viel umgesetzt haben von dem, was sie gelernt haben. Sehen Sie denn die Saat schon aufgehen, die Sie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren bei diesen Kursen gesät haben? Nein, denn was ich mache, ist es so wenig. Und der Einfluss der amorphen Welt ist so stark, dass sie doch aufgeschluckt werden. Und sie können sich nicht behaupten dagegen. Sie haben ein bisschen Technik gelernt und damit kann man Konzerte dirigieren. Ob das auch Musik sein wird, ist schwer zu sagen. Eher bin ich der Meinung, dass es nicht so ist. Denn aus meinen Schülern ist noch keiner richtig ein Musiker geworden. Und ich habe über 6000 Schüler gehabt. Also, wir schlagen. Aufpassen. Ja, wir schlagen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jawohl, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mein Gott, mit demselben Rhythmus. Ich wechsle, ich hab's schwer, nicht Sie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dirigent in den Beruf einsteigen, hier in Deutschland zum Beispiel, ohne Klavier, wo man ja normalerweise am Theater anfängt. Ja, sie fangen mit dem Ende ein. Sicherlich in Deutschland ist es Tradition, dass wieder von der falschen Vorstellung, dass der Dirigent die Masse Harmonie unter den Finger kriegen kann, damit er weiß, wie es klingt. Wenn sie die Finger brauchen, um es zu wissen, wie es klingt, werden sie nie ein Dirigent. Ja, wenn sie aus dem Bild nicht genau hören, was da gemeint ist. Und wenn sie nicht jede Note in Bezug auf die anderen sich verinnerlichen können, werden sie nie ein Dirigent. Aber auf dem Flügel ist ein C, Flöte, Horn, Trompete, zweite Geige, fünfte und so weiter und so weiter. Während, wenn sie sich verinnerlichen, den Klang, Flöte, Trompete, Oboe, so können sie dann funktionell hören. Das, was auf dem Flügel, was ein schäbiger Unifikator ist, natürlich alles ist weg. Wodurch erinnern wir uns so gut im Orchester? Durch die Kontinuität der Farben. Ein Thema in Trompete, tam pam pim, auf dem Flügel, tatarati, und die Oboe, tatarati. Also, an was sollen sie sich halten? Ich verstehe das. Was bleibt bei ihnen im Gehör? Flügelklang. Und dann fangen sie von draußen mathematisch zu hören. 4 Takte Flöte, 3 Takte. Ist das Partiturkenntnis? Nein. Aber ich hätte gern von dieser Sinfonie einmal das Scherzo, bitte. Denn er hat einige Sachen gemacht, wo man sehen, ob er davon was behalten hat. Bitte. Thank you.
gut, nicht schneller. Spannen, lachen, lachen, graziös wie die Musik. Lachen, lassen Sie runterkommen, nicht so besorgt, die Augen unten, noch unten, lachen. Nun ein Takt gelacht. So. So lachen. Ding. Schlagen. Ding. 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 Sie schlagen nicht. Gerne. Deutsche. Lachen. So. Ja. Amüsiert. Lachen. Nee, schlagen, nicht schieben. Nicht so ernst. Hinhören, hinhören. Macht noch zarter. So. Schlagen. Schlagen nicht. Die Hörner lachen. Jetzt etwas grotesk. Wie schlagen Sie da? Entspannt. Ei! Eieiei, was war das? Als dieses Forte Improviso kam, warum ist das so schrecklich? Oder ist doch Spaß? Piri-bim-bam, piri-bim-bam. Ist das sehr dramatisch? Nee. Also Pim-Pam als zweites. Aber Sie machen mir nicht wieder Angst. Ja? Pim-Pam, piri-biri-biri-bim. Bitte schön. Na. Auch nicht. Sondern lachen. Ei! Die sind nicht so sensibel wie ich, aber ich habe sehr selten vor einem Dirigent gestanden. Ich sehe schon, was da alle vor sich geht. Was nach dem Gesicht müsste das sehr dramatisch sein. Ist das so? Oder ist es ein Spaß? Und jetzt? Sie machen. Ja, so die jetzt nicht schreien, aber groß. Nicht schreien. Ba! Dolce, lachen, lachen. Lächeln, lächeln. Na? Langsamer. Lachen. Jetzt ran. Hei. Ich halte die Oper für eine sehr unvollkommene Gattung. Da toben sich die Menschen aus und wissen gar nicht, warum mit der Musik. Es könnte mal Filme machen mit der Bühne allein. Und wenn da Musik den Text ignoriert und der Text die Musik ignoriert, kommt man zu einem Kompromiss. Da sagt man, ja, Rosenkavalier ist was Herrliches. Nicht für mich. Und wie ist es mit Wozzeck zum Beispiel? Auch da, das ist ein Genie. Der Alban Berg war ein ganz in der Erde gewurzelter Musiker. Aber ich bin nicht fertig mit der menschlichen Hand. Das sind wunderbare Momente, aber die sind entweder wunderbar musikalisch und textlich weiß ich gar nicht, ob das rausgeholt hat, was aus dem Stück zu holen war. Ja, und haben Sie dann dieselbe Meinung über Oratorien? Ja, bei dem Oratorium ist das Textwort aus nicht so wichtig.
Denn man sagt Halleluja eine halbe Stunde. Das ist eine Diktion. Halleluja, Kyrie eleison, eleison, ist das der Text, was so wichtig ist? Kyrie eleison, was ist denn das? Wenn Sie auch nicht wissen, was es ist. Etwas bewegt sie sich. Und etwas berührt sie auch. Ist das so wichtig? Wenn es sehr wichtig wird bei Bach, dann wird das aber nur erzählt. Und wie? Musikalisch auch nicht. Rezitativmäßig. Das heißt, Musik im ordentlichen Sinn ist es nicht mehr da. Es wurde beschmückt mit ein bisschen Klang und so. Und glauben Sie nicht, dass die, wenn diese Komponisten sakrale Werke geschrieben haben, sie an den Text geglaubt haben? Sicher, wie konnten sie sonst schreiben? Amen. Amen ist doch kein Text, es ist ein geistiger Zustand. Wie finden Sie das Tempo? Ja, ich finde es eigentlich kaum schneller. Oh, merklich schneller. Ja, wie finden Sie das Tempo? Wer findet dieses Tempo zu langsam? Wer findet es zu schnell? Nein. Bitte? Ja, ja. Sie wären ein großer Dichter, wenn Sie nicht Dirigent wären. Sie wären ein großer Dichter, wenn Sie nicht Dirigent wären. Also, das Tempo ist ausgezeichnet von ihm. Pardon, ich habe vergessen, Sie zu fragen. Ist das Ihr Tempo? Ja, das war. Nachdem Sie gehört haben, dass es ausgezeichnet ist, müssen Sie ja sagen. Sonst ja. Ein gewisser Fluss und Einfachheit ist drin. Na. Nach wie vor hören die Mittelstimmen nicht auf die Entwicklung der ersten. Haben Sie das nicht gehört, weil Sie auf Taktschlagen geachtet haben? Nun möchte ich wissen. Und jetzt kommt was Neues in der Art. A changing of kind. Yeah. Die Art ist anders. Wie ist denn die? Ist ja auch noch so geachtet? Oder? Geht nach vorne. Ja, und wie sind die Gäste? Das muss irgendwie rauskommen. Wollen wir sehen, ja. Wie Sie sich das denken? Vielleicht machen Sie so, oder irgendetwas. Ja. Aber es ist nicht so, wie es war. Mhm. Mehr à la breve denken, weicher ineinander schlagen und nach der Richtung, die es Ihnen lieb ist. Mhm. Bitte. Alle? Jetzt wird anders. Und jetzt? Ja, verstanden. Bitte sehr. Inwieweit beurteilen Sie generell Musikkritik und im Speziellen, inwieweit kann Musikkritik einem jungen Musiker nützen bzw. schaden? Ja, das kann nur schaden natürlich. Denn Sie freuen sich über die fantastische Kritik, die ebenso inkompetent ist wie die schlechte. Ich habe in meinem Leben, das ist persönliches Pech, ich kenne die Welt ziemlich schlecht, ich habe noch keinen Musikkritiker getroffen. Das sind Kunstbetrachter, das sind wunderbar deutsch oder englisch oder französisch schreibende Amateure. Die sind völlig außerhalb jedem Kontakt mit dem Werden der Musik. Bitte sehr, 8 Takte vor. Ja, was heißt das? Wie würden Sie definieren, was für ein Fehler? Was empfinden Sie nicht ganz deutlich? Der Übergang von ganze auf alle Breve. Sie schlagen weiter ganze Takte. Tim, pam, pi, pam, 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 pam. Diese wunderbare Zeit. Tam, pi. Ja, aber nicht so wie Sergio. Wie war das nochmal? Wie Sergio? Ja.
Ja, also so haben Sie es auch gemacht. Bitte sehr, noch mal 8 vor Schluss. Alle schlagen wir. Sparen, kommt da so etwas raus. Zweiter Versuch. Der dritte tut was? Bricht durch. Erster Versuch nicht. Ta 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 piri 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 noch nicht. Tarata tiri 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 tim und yes. Tarapa piri piri tiri tiri get es durch. Rampara. Als Randerscheinung dieses Kurses bin ich, kann ich meine Platten nicht mehr hören, seit ich. Ja, das, ich freue mich. Wenn in diesem Kursus nichts anderes erreicht wurde, als dass sie weg von den Platten kommen, hat das einen Sinn gehabt. Ein Mädchen mal zu überzeugen, geh weg von diesem Dreck. Das ist alles anders, als du in dir als musikfreie Musik schwingen lassen kannst. Hatten Sie mit diesen Randerscheinungen gerechnet? Nein. Es ist mir oft gelungen, unter den Dirigenten sie zu überzeugen. Wir haben manchmal auch Platten laufen lassen, um zu zeigen, wo da Kompetenz von den Dirigenten her auf der Materie herrscht. Und wir sind beinahe immer auf dem Resultat gekommen, die kennen das doch nicht. Ja, nun, Sie werden sagen, sind Sie der Einzige, der das kann? Nein, ich bin nicht der Einzige. Ich bin der Einzige, der weiß, dass er nicht kann. Jetzt tanzen wir. Bam, dim, bam, 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 dim, bam, 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 bam. Weiter Trio. Ja, aber warum nicht artikuliert? Da muss doch rein. Weiter. Ja, aber nach diesem Kurs überlegt sich viele, das, was sie weitermachen, weil sie haben jetzt gesehen, ganz andere Art zu denken und zu sehen. Und jetzt soll das zu Ende sein. Jetzt viele können überhaupt nicht mehr zurückkehren in diese Schuldirigieren und haben gar keine Lust dafür mehr. Ja, sicher. Aber was ist daran zu ändern? Wir müssen nur hoffen, dass es nicht zu Ende ist, wie Sie sagen, sondern dass daraus was anderes entsteht. Denn an uns wird es nicht fällen. Das Ministerium, genauso wie ich, stehen weiter zur Verfügung. Wir denken, dass wir in Trier eine Institution machen, so eine Dirigierschule entwickeln. Ja, die sollen bloß kommen. Einmal im Jahr? Einmal im Jahr, oder? Wer weiß? Zwei von zwei.